Hallo ihr Lieben, Laura und ich sind heute für euch da im Online-Tanzkurs, unser erstes Video, das wir veröffentlichen, und wir haben uns für heute den Disco Fox überlegt. Alle Figuren, die wir unterrichten in unseren Online-Videos, werden in 3 Levels eingeteilt. Das heißt, man kann es sowohl tanzen, wenn man ein halbes Jahr Tanzerfahrung ungefähr mitbringt, als auch wenn man schon ein Jahr oder mehr Tanzerfahrung hat. Und wenn man 2 und darüber hinaus noch mehr Jahre Tanzerfahrung hat, dann kann man sogar die höchste Stufe, das Level 3 der Figur, mittanzen. Also Level 1, 2 und oder Level 3. Wir werden zwischendurch immer unterbrechen, eine kleine Übungspause bieten und wir werden euch sogar Vorschläge in das Video verlinken, bei dem ihr dann einfach reinklicken müsst und dann habt ihr sofort Musik, zu der ihr das Ganze tanzen könnt. Jetzt steigen wir ein in die Figur mit dem Level 1. So, wie gesagt, jetzt starten wir mit dem Level 1 unserer Disco Fox Figur und das Ganze beginnt im Grundschritt in der ganz normalen Tanzhaltung 1, 2, Tap. 1, 2, Tap. Wir tanzen eine Trennung. 1, 2, Tap. Jetzt hole ich mir die Dame auf mich zu. Sie tanzt einen Wiegeschritt mit 1, 2, Tap und ich bleibe im Prinzip auf der Stelle. Ich tanze 1, 2, Tap, wo ich bin und die Dame macht währenddessen 1, 2, Tap. Tanzt einen Wiegeschritt auf mich zu und dann auch schon wieder von mir weg. Das führe ich, indem ich an beiden Händen die Dame zu mir ziehe und sie dann aber auch direkt wieder von mir wegdrücke. Das muss ich sanft, aber bestimmt führen. Während ich das tue, nehme ich meinen rechten Ellbogen durch die Paarmitte. Wir haben dieser Figur den wunderschönen Namen Nasenbrecher gegeben. Das soll aber nicht Programm sein, das ist ein Spaßname. Die Dame tanzt auf mich zu und ich lege den Arm in ihre Armbeuge und greife unten nach ihrer rechten Hand. Das ist ein Handwechsel nur für den Herrn. Sie lässt ihre Hand einfach gerade gestreckt unter meinem rechten Arm. Noch einmal, die Dame tanzt vor. 1, 2, Tap. Profis dürfen natürlich auch schon den Tadam, den Hasselschritt tanzen. Als nächstes ziehe ich die Dame mit meiner rechten Hand durch die Paarmitte. Das heißt, die Dame dreht jetzt gleich links herum. Ich selbst gehe auf die andere Seite und drehe mich dabei links herum. Mit 1, 2, Tadam oder Tap. Jetzt habe ich meine rechte Hand im Rücken, also so wie so ein kleiner Polizeigriff, hat die Dame mich jetzt hier einmal so ein bisschen unter Kontrolle. Meine linke Hand ist frei, ihre rechte Hand ist frei. Bis dahin noch einmal. Wir tanzen. 1, 2, Tap. 1, 2, Tap. 1, 2, Tap. Ihre linke Hand ist frei, genauso wie meine linke Hand. An dieser Stelle kann ich einfach mit meiner linken Hand nach ihrer rechten Hand greifen, mich zur Dame drehen und sie in den Grundschritt wieder heranziehen. Damit wäre schon der Level 1 in dieser Figur geschafft. Noch einmal andersrum. 1, 2, Tap. Man kann auch gerne immer einen Wiegeschritt auf der Stelle tanzen. 1, 2, Tap. Jetzt weiß die Dame, was ich möchte. 1, 2, Tap. Sie dreht durch. Tap. Hinter dem Rücken greife ich um, drehe mich zur Dame und hole sie mir wieder in die Tanzhaltung. Das wäre Level 1. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt an dieser Stelle natürlich einmal auf Pause drücken im Video und einfach ein bisschen üben. Wir haben hier auch direkt für euch ein bisschen Musik verlinkt, zu der ihr das Ganze auch schon passend im richtigen Rhythmus einmal ausprobieren könnt. Wenn ihr auf Pause drücken möchtet, gerne jetzt. Ansonsten geht es in wenigen Sekunden hier wieder weiter mit Level 2. So, jetzt geht's weiter mit dem Level 2. Das baut alles aufeinander auf. Das heißt, wir tanzen genau den Teil, den wir jetzt schon haben und bauen einfach hinten immer ein kleines bisschen was dran und verfeinern die Figur weiter. Wir beginnen also wieder in dem Grundschritt. Er links vor, sie rechts rück. Tanzen erstmal 1, 2, Tap. 1, 2, Tap. Jetzt eine Trennung. 1, 2, Tap. Denkt nochmal daran, dass der Führungshinweis die Dame einmal heranzieht und sie wieder wegdrückt, aber ganz entspannt, keine zu große Bewegung, das ist auch ganz wichtig. Und er tanzt den Grundschritt mit 1, 2, Tap auf der Stelle. Jetzt nehme ich meinen rechten Arm hoch für das Nasenbrecher-Element. 1, 2, Tap, umgreifen. Hier nochmal darauf achten, meine Herren, dass ihr den rechten Arm aus der Armbeuge hier so ein kleines bisschen herumschlingert um den linken Arm der Dame. Dann ist alles entspannt. Jetzt ziehe ich mit der rechten Hand an ihrer rechten Hand und wir tanzen einen Platzwechsel. 1, 2, Tap. An dieser Stelle war gerade das Level 1 zu Ende. Ich habe umgegriffen und habe sie mir wieder herangezogen.
Fürs Level 2 greife ich jetzt nicht um mit meiner linken Hand, sondern der Herr kommt jetzt ein bisschen mehr zur Geltung. Er darf einen Herrentaucher tanzen. Die Dame tanzt jetzt einen Grundschritt auf der Stelle. Alternativ darf sie auch gern einen Wiegeschritt tanzen. Er selbst tanzt mit 1, 2 Tap da, wo er ist, hält die rechte Hand hinter dem Rücken gefasst und dreht unter den gefassten Händen hindurch. Das Ganze funktioniert dann mit 1, 2, Tap. Und dann bin ich wieder bei der Laura. Das machen wir direkt nochmal. Wir haben 1, 2, Tap. Oder Tadam, nach wie vor für alle, die es möchten, den Hasselschritt. Meine linke Hand bleibt bei der ganzen Aktion komplett unbenötigt. Das heißt, die winkle ich einfach an. Nicht hochhalten, nicht zur Seite rausstrecken, ganz entspannt. Und die Hände hinter dem Rücken, wie immer, nur Fingerspitzen aufeinander. Bitte nicht nach der ganzen Hand greifen, dann haben wir sehr, sehr schnell gleich einen Kung-Fu-Griff, aus dem wir nicht rauskommen. So, noch einmal, er dreht auf der Stelle. 1, 2, Tadam. Und jetzt könnten wir hier das Level 2 genauso beenden, wie wir gerade das Level 1 beendet haben. Aus der Drehung heraus greift er mit seiner linken Hand einmal nach ihrer rechten und schon können wir wieder in die Tanzhaltung gehen. 1, 2, Tadam, ran, ziehen, Tadam. Dann gehen wir in den Grundschritt. Noch einmal, Grundschritt und Trennung. 1, 2, Tep oder Tadam. 1, 2, Tadam. Alle umgegriffen? Jetzt haben es alle. Wir drehen. 1, 2, Tadam. Mein rechter Arm im Rücken, da bleibt er auch. Ich drehe unter den gefassten Händen durch. 1, 2, Tadam. Hier muss ich auf dem Tadam die Hand der Dame fassen, zu ihr drehen und sie wieder in die Tanzhaltung zurückholen. Das Ganze einmal etwas flotter getanzt. 1, 2, Tadam. 1, 2, Tadam. Durchdrehen, Tadam. Er dreht und fasst um, holt die Dame ran und ihr habt das Level 2. An der Stelle dürft ihr gerne wieder einmal pausieren, auf unsere verlinkte Musik klicken und einmal für euch das Ganze zu Hause üben. Und wir gehen dann hier gleich direkt mit dem Level 3 in die finale Stufe. Hi ihr Lieben, schön, dass ihr immer noch dabei seid. Jetzt geht's ins Level 3. Das heißt, jetzt geht's zur Sache. Dieser Bereich der Figur ist natürlich vorgesehen für die Paare, die schon etwas länger bei uns tanzen, 2 Jahre oder länger. Aber hier ist bestimmt der ein oder andere Grundkursteilnehmer immer noch am Start und versucht. Wir müssen fragen, mit welchem Fuß beginnt der Disco Fox? Für wen denn? Für den Herrn erstmal, oder? Mit links. Ja, also egal, ob ihr jetzt schon 2 Jahre oder länger dabei seid oder ob ihr erst ein halbes Jahr oder 3 Wochen dabei seid, den Disco Fox Grundschritt könnt ihr und ihr dürft selbstverständlich auch weiterhin ausprobieren, diese Figur mit uns zu tanzen, auch im Level 3. Es ist alles machbar, ne? Das kriegen wir schon hin. Also, wir tanzen den Grundschritt noch einmal komplett von vorne. 1, 2, Tap, 1, 2, Tap, Trennung, beide Hände fassen und 1, 2, Tap oder Tadam. 1, 2, Tadam. Jetzt kommt erstmal wieder der Herrentaucher. Ich habe ja gesagt, wir bauen die Figuren aufeinander auf. Also meine Herren, nochmal dran denken, die Hand hinter dem Rücken auf Fingerspitzen Kontakt lassen und die Dame tanzt den Grundschritt auf der Stelle. Er dreht unter den gefassten Händen hindurch. 1, 2, Tadam. Für das Level 3 brauchen wir jetzt endlich unsere linke Hand. Und nicht einfach nur, um in die Tanzhaltung zurückzukommen, sondern um der Dame einen Führungshinweis zu geben. Und der sieht folgendermaßen aus. Wir klatschen einmal in der Mitte ab. Meine linke Hand und ihre linke Hand sind jetzt gerade aufeinander und die rechten Hände sind hinter dem Rücken gefasst. Die hinter dem Rücken gefassten Hände dürfen wir jetzt einmal lösen. Die brauchen wir erstmal nicht. Die Dame dreht jetzt an den gefassten Händen durch die Paarmitte. Das ist für sie eine rechtsgedrehte Figur. Ich versuche, während sie das tut, einfach auf ihre Position zu laufen und ich versuche, sie nicht aus den Augen zu verlieren. Ich gucke ihr schön hinterher. So gehört sich das. Genau. Die Dame dreht jetzt also einmal rechts herum und der Herr versucht einfach, an ihr dran zu bleiben. Schaut also, wo sie ist. Mit 1, 2, Tadam. 1, 2, Tadam. Jetzt stehen wir nebeneinander, wenn alles gut gegangen ist. Und aus der Bewegung, meine Herren, legen wir uns die linke Hand einmal in den Nacken oder besser gesagt auf die linke Schulter. Und meine rechte Hand wandert in ihren Rücken. Da habe ich sie einmal zum Stabilisieren, dann habe ich sie aufgefangen. Jetzt lasse ich... So, da sieht man es besser.
Jetzt lasse ich meine linke Hand oben auf der Schulter einmal los und tanze selbst den Grundschritt auf der Stelle, während ich die Dame mit 1, 2, Tadam vor mich schwinge. 1, 2, Tadam. Dann haben wir wieder beide Hände gefasst, auch seitlich nochmal gezeigt. Und dann könnten wir die Figur in der Endlosschleife genauso immer wieder tanzen. Wir zeigen es einmal am Stück, ganz, ganz langsam. Seid ihr bereit? Jetzt könnt ihr mit einsteigen, wir tanzen alle zusammen. 1, 2, Tadam. 1, 2, Tadam. 1, 2, Tadam. 1, 2, Tadam. Jetzt kommt die Dame. 1, 2, Tadam. Nicht umfallen. 1, 2, Tadam. Und wir holen sie uns in die Tanzhaltung zurück oder geben ihr beide Hände und machen das Ganze nochmal. 1, 2, Tadam. 1, 2, Tadam. Dame dreht Tadam. Er dreht Tadam. Sie dreht Tadam. Ab nach vorne Tadam. Und ihr habt's geschafft. Damit habt ihr das Level 3 auch geschafft. Das heißt, ihr habt jetzt in 3 verschiedenen Versionen diese Figur tanzbar für euch zu Hause. Selbstverständlich könnt ihr jetzt hier einfach über unseren Link auch entsprechende Disco-Fox-Musik bekommen, zu der ihr üben könnt, wenn ihr das möchtet. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, wie es euch gefallen hat. Unsere Disco-Fox-Figur, der Nasenbrecher. Wir wünschen euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Üben und freuen uns schon aufs nächste Video. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei mit unserer nächsten Figur und dem nächsten Tanz. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Disco-Fox-Tanzen.